Es wäre eine Freude zu leben, wenn jeder nur die Hälfte von dem täte, was er von anderen verlangt. Mit diesen Worten leitete Bürgermeister Hans Strassecker die Gala-Veranstaltung zu Ehren der Freiwilligen in Bruck an der Mur ein. Da es in der Kornmesserstadt eine große Bandbreite an ehrenamtlichen Tätigkeiten gibt, konnte die Stadt bei der Premiere des Brucker Herz mehr als 200 Persönlichkeiten, die sich besondere Verdienste um das Ehrenamt erworben haben, auszeichnen. Wir sind sehr stolz, dass wir wirklich viele Frauen und Männer in unserer Stadt haben dürfen, die bereit sind, in ihrer Freizeit unentgeltlich für andere da zu sein, für andere Menschen da zu sein oder für Dienste zur Verfügung zu stehen. Wir hätten nicht die Möglichkeit, wirklich ein sehr, sehr ausgeprägtes Vereinsleben in unserer Stadt anzubieten, wenn es nicht Frauen und Männer geben würde, die dazu bereit wären, sich auch entsprechend zur Verfügung zu stellen. Oder wir hätten nicht die Möglichkeit, ein funktionierendes Sicherheitswesen, wenn ich an die vielen Freiwilligen bei unserer Feuerwehr denke oder die freiwilligen Helferinnen und Helfer beim Roten Kreuz und darüber hinaus bei vielen anderen Vereinen, Organisationen und Institutionen. Das macht eine lebenswerte Stadt aus und wir sind sehr, sehr dankbar, dass wir heute über 200 Funktionärinnen und Funktionäre, die nicht immer in der ersten Reihe stehen, entsprechend ehren dürfen und mit dem Brucker Herz einen gewissen Dank auch übermitteln dürfen. Als Moderatorin führte Christine Brunsteiner sehr einfühlsam durch den Abend. Brunsteiner ist selbst Obfrau des Vereines Wir für uns, der sich als Generationenplattform zur Förderung von ehrenamtlicher Tätigkeit versteht. Es ist vor allem wie aufgelegt für mich, denn seit 5 Jahren bemühe ich mich mit meinem Verein Wir für uns Ehrenamtliche zu gewinnen. Und das gelingt teilweise gut, teilweise nicht so gut. Also ich kann mir heute wahrscheinlich einiges abschauen für meine Arbeit. Zwei Persönlichkeiten erhielten ihr Brucker Herz auf der großen Bühne. Zum einen der langjährige Obmann der Siedlungsvereinigung St. Ruprecht, Rupert Harter, der sich in dieser Funktion herausragende Verdienste um die in diesem Brucker Stadtteil wohnhafte Bevölkerung machte. Als zweite bekam die Ortsstellenleiterin des Roten Kreuzes, Hilde Horvath, die Auszeichnung verliehen. Es ist auf jeden Fall schön. Und natürlich ist man sehr stolz drauf, wenn man sowas kriegt. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass man irgendwie so geehrt wird. Aber ich sage 36 Jahre Rotes Kreuz, Fulltime-Job. Also ehrenamtlicher Fulltime-Job, das gibt's. Und natürlich habe ich eine große Freude und ich bin wirklich stolz drauf und werde es aber auch weitergeben. Aber eine Verpflichtung zum Weitertun ist es natürlich auch. Ja, Auszeichnungen sind ja im Feuerwehrwesen durchaus üblich. Aber wenn diese Auszeichnung nun auch von der Stadt Bruck an der Mur, vor allem für meine Kameradinnen und Kameradinnen, auch vergeben wird, so ist das schon was Besonderes und ehrt uns natürlich und freut uns natürlich auch sehr. Ich glaube, das Ehrenamt ist überhaupt das Schönste, für den lebt unsere Gesellschaft. Ehrenamtliche und Vereine veranstalten in der Stadt, in der Gemeinde. Da bekommt die Bevölkerung die Möglichkeit, miteinander zu kommunizieren. Man lernt sich zu vertragen, zu verstehen und man lernt auch die Gemeinsamkeit und dieser Idealismus, diese Freude, wo die Ehrenamtlichen tätig sind, ist ganz etwas Besonderes und ich gratuliere der Stadt Bruck, insbesondere Herrn Bürgermeister, für diese hervorragende Idee, diese vor den Vorhang zu holen und mit dem Brucker Herz auszuzeichnen. Die Leistungen der Ehrenamtlichen sind einfach unbezahlbar. Als Höhepunkt des Abends boten dann die Summery Dancers rund um Sabine Riegler einen tänzerischen Auszug aus verschiedenen Musicals. Eine Augenweide für die Zuseher und ein würdiger Höhepunkt dieser Veranstaltung.